Ich bin Anna Lünak und habe verschiedene Dinge, bin Musikerin von Beruf her, aber mache verschiedene Sachen in der Schule, in der Post und ehrenamtlich und spiele Theater und gebe Klavierunterricht vor allen Dingen. Durch in mich gehen und Konzentration und nochmal ins Textbuch schauen. In meinem Fall jetzt nicht so viel, weil die Rolle sehr klein ist. Ja? Ja, das ist diesmal vollkommen aus mir herausgehen und alles geben, dass ich so einen Mann bezirzen muss und trotzdem natürlich dabei bleiben soll, und das gefällt mir ja. Abend Halberscheid, und mein Name hier in dem Stück ist, Moment, jetzt muss ich noch überlegen. Mein Name ist Ulla Halberscheid und in der Rolle heiße ich, ach, das kann doch nicht wahr sein. Augenblick. Ist das jetzt die Aufregung? Witzig. Jetzt ist er weg. Caroline Lenahan heiße ich. Wilson Reddy. Okay. R-E-D-D-E-Y. Ja, ich spiele eine Rolle, die etwas älter macht. Das heißt also, ich bin 74, ja. Und habe eine Frau, die gestorben ist, und ich möchte jetzt noch mal eine neue kennenlernen. Ja, ich bin über 60 und ich komme in einen Haushalt, muss einen alten mürrischen Mann als Hauswirtschafterin beistehen. Okay. Und er lehnt mich völlig ab, und es entwickelt sich zwischen uns so eine Beziehung. Ich gebe ihm Kontra. Er schimpft und roddelt und meckert, und ich gebe ihm Kontra, und es gefällt ihm auch. Und ich finde ihn eigentlich ganz interessant. Ich bin Witwe schon viele Jahre, und er ist gerade Witwer geworden. 9 Monate ist er Witwer, und ja, und dann, wir zanken uns, wir vertragen uns, und ganz zum Schluss dann kriegen wir uns. Diese Spannung zwischen diesen beiden Spielern, das finde ich richtig gut. Also die sagt ihm gerade heraus, er müsste mal duschen und müffelte. Und, also das macht mir Spaß, ja, dass ich so richtig Gas geben kann in der Rolle. Und immer ein bisschen auch so die Oberhand habe, wenigstens für mich in der Rolle. Ja, so Viertelstunde fange ich dann an, meinen Text nochmal zu nennen, nur den Anfang, um ein bisschen reinzukommen. Habe aber vorher, das mache ich immer zu Hause, eine Meditation, wo ich so 10 Minuten dann einfach sehr still bei mir bin, den Text durchgehe, das ist das eine, oder ich gehe meinen gesamten Körper einmal durch, um einfach Ruhe zu finden, um Abstand zu haben von dem Alten. Ja, okay, wir sind ja nun ein Ehepaar, die beiden, die die Rollen spielen. Und meistens im Badezimmer, wenn wir uns fertig machen, schminken und so, das mache ich immer schon zu Hause, dann sprechen wir unseren Text und und reden über die Rolle. Und dann bereite ich mich vor, indem ich mich warm mache hier, weil ich fange an am Ende der Pause. Und dann habe ich die ganze Pause, mich warm zu machen, weil nämlich alle anderen schon warm sind. Ich komme dann zum Schluss erst rein, und dann bin ich im zweiten Akt auf der Bühne. Oh, super. Es ging ganz toll. Also da waren diesmal keine Schwierigkeiten. Das ist ja manchmal dann schon kritisch, besonders zum Ende. Fast 4 Monate eng geprobt und gemacht, aber ne. Wir hatten keine Probleme. Es ging ganz prima diesmal.
bin Rainer Pohl von Elbwehr und ich spiele den Sohn David, den älteren Sohn des Hauptdarstellers, der bemüht ist, den Vater betreutes Wohnen unterzubringen. Das ist die Hauptaufgabe. Nein. Konnte es einfach Ruhe. 10 Minuten, Viertelstunde Ruhe. Deswegen bin ich immer etwas früher hier. Und wenn Ruhe ist, dann richte ich das Bühnenbild, weil ich gleich am Anfang auf die Bühne muss, richte das Bühnenbild und dann habe ich die Ruhe und das reicht dann für mich. Sie ist sehr lebensnah, muss man sagen. Ja? Ich habe so etwas Ähnliches fast mit meinem Vater erlebt. Also insofern ist es sehr an der Realität. Es spricht auch meiner Impulsivität, wie, was das Auftreten anbelangt, auch mal impulsiv und laut zu werden, das passt dann in der Rolle schon zu mir. Das ist mein Name ist Carsten Behnke, ich bin 36 Jahre alt und ich leite eine Kindertagesstätte, bin Erzieher von Beruf. Ich mag so diesen solligen Charakter einfach von dem Kerl. Das macht einfach unheimlich Spaß, das zu spielen. Ich bin auch so dann am Anfang, komme ich daher und bin ganz cool, lege irgendwie die Füße auf den Tisch und so. Das macht riesig Spaß, das einfach so auf der Bühne zu machen und sich auch, also das verwechselt sich dann während des Stücks auch, aber so sich am Anfang einfach so ein bisschen flegelhaft eigentlich zu benehmen. Was man ja im richtigen Leben eher vermeiden sollte. Und ich darf dann also auf der Bühne danach mal den Füße auf den Tisch legen und die Leute finden es vielleicht doch gut oder so. Das ist ganz nett. Und dann schon auch was dieser Charakter, also ich bleibe jetzt auch nicht so total gleich, sondern so im Laufe des Stücks entwickle ich mich auch. Oder so diese Dinge, die passieren, die machen auch was mit mir und das ist auch interessant, das dann zu spielen. Ne? Und das ist auch so der Anspruch der Rolle. Thank you.